Hallo, ich bin's Carsten Stahl. Ich bin der Gründer von Bündnis Kinderschutz und Stop Mobbing in Deutschland und Österreich. Und ich stehe hier am Grab von Kascha. Und neben mir steht Adriana, die Mutter von Kascha. Wir stehen heute hier, um etwas klarzustellen und auch um etwas aufzudecken. Kascha ist jetzt schon eine gewisse Zeit nicht mehr auf dieser Welt. Daran tragen Menschen eine Schuld. Wenn ich immer wieder höre, sie hat ja selbst diesen Weg gewählt, freiwillig aus dem Leben gegangen. Niemals. Niemals. Sondern durch Hass, durch Verleumdung, durch Rufmord in den Tod getrieben. Kascha ist nicht mehr da. Und eine ganze Familie, ihre ganzen Geschwister, ihre Mutter, ihr Vater, alle die zu dieser Familie gehören, leiden seit diesem Tag. Der Schmerz ist nicht vorbei. Er ist jeden Tag präsent. Keiner denkt darüber nach. Alle, die sich daran beteiligt haben, an dieser Hetzkampagne, leben ihr Leben. All die diese Verleumdung verbreitet haben, leben ihr Leben. Vergessen, was gewesen ist. Keiner hat sich entschuldigt. Keiner bis heute nicht. Man versucht sogar, in irgendwelche TV-Sendungen zu kommen, um sich zu rehabilitieren. Und Scheiße zu erzählen. Aber das läuft nicht. Was ich damit meine, weiß diese Person ganz genau. Denn die Dinge kommen zu mir. Und dann kommen sie zu ihr. Nochmal, damit das klar ist für alle da draußen. Wir stehen zu dieser Familie. In Gerechtigkeit und in Gedenken an Kascha. Und ich stehe mit Adriana in Kontakt, im regelmäßigen Kontakt. Seit dem Tod ihrer Tochter. Stimmt das, Adriana? Ich bin der mit Bündnis Kinderschutz, der sich dahinstellt vor diese Familie. Und da kommen Angriffe. Und wisst ihr, genau dazu kommen wir jetzt mal. Wie ist das passiert? Dinge wurden verbreitet, behauptet, man hat Kascha angegriffen, durch den Schmutz gezogen, dass sie nicht mehr konnte und sich das Leben genommen hat. Nach nur ganz kurzer Zeit. Ich warne seit Jahren davor, dass Mobbing Menschen in den Tod treibt. Besonders Kinder sind gefährdet. Und Cybermobbing ist die schnellste Form. Und das ist so extrem gefährlich. Aber wenn man das anspricht, wird man noch angegriffen. Wisst ihr, ich finde es doch schon sehr komisch, dass wir diesen Fall öffentlich gemacht haben im September 2021 und kurz darauf versuchen Menschen, mich zu hacken. Mich zu hacken. Menschen, die sich dann hinstellen und sich selbst auf die Schulter klopfen, dass sie doch auch hier Hilfe angeboten haben. Und wisst ihr, wenn dann immer wieder ein Name auftaucht, und zwar regelmäßig, Menschen werden gehackt, diese Person bietet Hilfe an. Und das bei mehreren, wenn man das dann über Jahre verfolgt oder in langen Zeitraum verfolgt, merkt man, das stimmt was nicht, das ist ein System. Und kommen wir jetzt mal zu dieser Hackerin. Und es gibt da draußen bestimmt eine Menge guter und menschlicher Hacker und Hackerinnen, die was Gutes wollen. Aber hier reden wir nicht davon. Wir reden hier von Menschen, die gezielt sich auf solche Fälle stürzen und diese Fälle für sich benutzen wollen. Gegen diese Hackerin laufen Strafanzeigen, und zwar nicht nur eine, sondern viele, auch von meiner Seite. Und das wird klargegeben für diese Lügen, diese Verleumdung und diese Fälschungen, die da projiziert werden und ins Netz gestellt werden. Aber kommen wir jetzt mal zu Kascha und zu dieser Niederträchtigkeit und Unmenschlichkeit und Skrupellosigkeit. Also, nochmal vorweg. Ein Hacker namens El Haribo oder in der Art und Weise, hackt Kascha. Er hackt sie auf ihrem Snapchat-Profil und gelangt somit zu intimen Bildern. Und er möchte diese Bilder für sich nutzen, um Geld zu erpressen für sich. Das war der Beginn des Ganzen. Und dann kamen nur kurze Zeit darauf andere Dinge, die durch einen berühmten Fußballer veröffentlicht wurden, die multipliziert wurden, das alles zusammen. Man wurde erpresst, man wurde bedroht, man wurde durch den Dreck gezogen. Kascha ist das alles passiert. So, dieser Hacker hat ja alleine gearbeitet? Großes Fragezeichen. Aber kommen wir doch jetzt mal zu der Hackerin, die um mich gehackt hat, oder zumindest, als falsch gesagt, die zumindest davon Kenntnis hatte. Denn eins ist schon komisch. Man wird gehackt und dann kommen die Leute und einfach beten sie ihre Hilfe an. Guck mal. Hat dir diese Hackerin, die auch bei mir ihre Hilfe angeboten hat, auch nach dem Tod von Kascha dir die Hilfe angeboten? Wow! Sie bietet die Hilfe an.
Und jetzt kommen wir nämlich mal dazu, dass diese Hackerin diesen El Haribo kennt und kannte. Stimmt das, Ariane, dass die Person, als du gesagt hast, wie willst du mir helfen, gesagt hat, sie möchte, du hast gesagt, du kannst uns helfen, gib uns den Namen, gib uns die Person, die das getan hat, meiner Tochter angetan hat. Sag, wer es ist. Stimmt das, dass sie dann gesagt hat oder dir gegenüber geäußert hat, sie möchte, weil er noch sehr jung ist, diesem Hacker nicht sein Leben ruinieren? Nicht sein Leben ruinieren. Da liegt Pascha. Und sie deckt den, bietet aber ihre Hilfe an und sagt noch heute, sie hätte geholfen. Hat die diese Hackerin geholfen? Sie deckt damit einen Täter, der Kascha mit in den Tod getrieben hat und da draußen frei rumläuft und wieder junge Frauen, Menschen hacken kann und bedrohen kann, erpressen kann. Die deckst du. Und dann, kurz darauf, passiert es bei mir. Was habe ich denn gemacht? Ich bin nach Hause gegangen, habe ein Video gemacht, ich sage, was, wenn er mich hier versucht zu erpressen, ja, das könnt ihr gerne mal probieren. Ja, bin sofort nachdem an die Polizei, an die Öffentlichkeit gegangen, so. Und jetzt, dann dauert es eine Weile, kommen Lügen über mich, Lügen über meine Partnerin, Lügen über mich und das, was wir tun. Einfach skrupellos, aber mit System. Und wisst ihr, wie das ist, wenn man sich denn so austauscht, kommen auch immer andere. Ein anderer Mann aus einer Schutzorganisation für Kinder hat auch Probleme mit dem Computer. Wer bietet sich an? Wieder die gleiche Hackerin. Jemand anders wird gehackt. Wer ist mit drin? Wieder diese Hackerin. Ich kann das dutzendweit voranbringen. Aber es gibt auch Fälle, die in der Öffentlichkeit waren, wo auch dort dann hieß, siehe, was damit zu tun. Dinge, die dann nachher hießen, da waren Leute mit beteiligt, die ja nicht waren, die falsch behauptet wurden. Deshalb laufen auch Strafanzeigen. Genau wie von mir. Normalerweise müsste diese Frau, die hier liegt, Strafanzeige gegen die setzen. Gegen diesen El Haribo und gegen die Mitwisser. Man deckt hier gezielt einen Menschen, der andere vernichten wollte, erpressen wollte. Ich finde das skrupellos und unmenschlich. Und ja, sie ist tot, aber wir kämpfen weiter für ihre Gerechtigkeit. Und genau deshalb stellen wir das hier heute klar. Und wisst ihr, wenn ihr mich durch den Dreck zieht, ist okay. Aber haltet die Familien daraus. Ja, wir sehen, was ihr damit angerichtet habt. Und zu dem, der mich gehackt hat. Sven. Aus Hamburg. Ich habe doch damals was gesagt, oder? Mhm, genau. Es mag ein bisschen länger dauern. Aber die Mühlen mahlen. Und eure Lügen haben kurze Beine. Ihr kommt vor Gericht. Und dann werden wir ja sehen, was hier passiert. Mir war wichtig, heute hier mit der Frau, der Mutter, die sämtliche Rechte auf ihrer Seite hat, das mal klarzustellen. Und für alle, die da draußen als Hacker und Hackerin Menschen helfen wollen, macht das bitte auf den richtigen Weg. Hört auf und macht niemals Verleumdung. Macht niemals irgendwelche Dinge. Fälscht nicht, weil das ist der falsche Weg. Schaut, wo sowas hinführen kann. Wo Cybermobbing, Verleumdung, Rufmord hinführen kann. Und jetzt bin ich wieder jemand, der genau sowas also auch erlebt. Und wisst ihr, genau aus diesem Moment und genau aus dieser Sache heraus überlege ich als derjenige, der bundesweit und europaweit gegen Mobbing und Cybermobbing kämpft, was man daraus lernen sollte, dass da draußen kein rechtsfreier Raum ist. Und deswegen werden wir eine versuchen, mit guten Anwälten eine Organisation oder einen Verein ins Leben zu rufen. Vielleicht heißt da Klage ist raus oder irgendwie anders. Und wir werden versuchen, genau solche Opfer von Verleumdung und Rufmord zu vertreten. Mit Hilfe vielleicht Unterstützung von anderer oder auch staatlicher Quellen. Aber auch, wir werden diese Leute, wenn wir sie ausfindig machen, vor Gericht ziehen und knallhart bestrafen lassen. In Gedenken an Kascha und jeden anderen, der dadurch sich schon das Leben genommen hat oder dadurch Angst hat und nicht mehr leben will. Ihr habt nicht das Recht, das Gesetz zu brechen, Menschen zu verleumden, durch den Dreck zu ziehen. Ich habe einen großen Rücken und ein großes Netzwerk. Ich kann das vielleicht abfedern, aber da draußen sind andere, die können es nicht. Das ist nicht einfach nur Schnipp, das ist ein Netz, das ist digital. Und jetzt an alle die, die das machen. Stellt euch mal vor, das würde gegen euch gehen. Man würde gegen euch das machen. Eure Adressen, eure Namen doxen, öffentlich machen. Dann hättet ihr das. Glaubt ihr, würdet das schön finden? Nein, ihr seid anonym im Netz, denkt ihr. Aber es gibt immer wieder Leute, die euch dann nach einer Weile auch vielleicht verpfeifen, weil ihr euch verwerft. Und die dann wissen, wer es was ihr getan habt. Und so kommt sowas dann ans Licht. Und dann gibt es Leute wie mich, die nachtragend sind. Bin Skorpion. Adriana ist Skorpion. Lest das Sternzeichen und versteht, was das bedeutet. Wir sind willensstark. Wir geben niemals auf. Und wenn man unsere Familien angreift, dann werdet ihr das bereuen. Ihr werdet strafrechtlich und juristisch verfolgt. Und wir machen das öffentlich.